Ich sitze hier in Bern vor dem Schützenbrunnen. Musste googeln, dass ich überhaupt wusste, wie dieser Brunnen heißt. Wie kam es dazu, dass ich hier sitze? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe einer Freundin versprochen, zu ihrem Theater Sei du ich zu gehen in Bern. Mehrere Aufführdaten, habe mich für heute entschieden und wusste nicht, dass in Bern ein Frauenlauf ist und es ganz viele Menschen hier hat. Ich ging zu Tibitz vegan essen und danach ins Starbucks auf einen sehr bequemen Sessel. Dort konnte ich mit zwei älteren Damen kurz ein bisschen sprechen. Unter anderem kam ich natürlich auf das Thema Jesus. Die Frauen sind dann weitergegangen, zwei Deutsche, die in der Schweiz eine Rundreise machen, und ich blieb da. Plötzlich kamen Menschen, vier Menschen aus Südkorea, habe ich dann rausgefunden, und sie sahen, ja, es ist ein Platz zu wenig, weil ich dort sitze, und spontan habe ich gesagt, ich gehe. Und der eine Mann hat auf meine Bibel gezeigt, die auf dem Tisch lag, und gesagt, auf Englisch, ob ich Christ sei. Und sie seien auch Christen, und die ältere Dame, seine Mutter, sei Pastorin in Südkorea. Ich fragte dann, wie es dort mit dem Glauben sei, ob sie deswegen verfolgt werden. Er konnte jetzt nicht sehr gut Englisch, aber er hat gesagt, nein, alles gut. Ich glaube, es ist in Nordkorea, wo das ist. Also ich brauchte dann auch etwas Ruhe, bin hier runter zum Brunnen. Sitze da vor dem Brunnen und da kommen immer wieder Menschen, die fotografieren den Brunnen hinter mir, während ich hier sitze. Also ich bin nicht auf dem Foto, denke ich mal. Und so möchte ich auch wahrgenommen werden, dass, wenn man Gott fotografieren könnte, hinter mir aller Fokus auf ihm liegt. Es kamen dann Japaner, Vietnamesen, glaube ich, oder von den Philippinen, sowas. Die haben mit jungen Mädchen, Schweizer Mädchen fotografiert, mehrere Fotos in Posen gemacht. Ich fragte die Mädchen, kennt ihr diese Leute? Nein, kennen wir nicht. Aber sie hatten alle Spaß und ich musste schmunzeln. Die Schweizer Mädchen gingen und ich erzählte den Frauen, eine sah ein bisschen maskulin aus, aber ich sah, das ist noch eine Frau, so ganz schlank. Also man würde jetzt von Weitem nicht unbedingt sofort merken, dass es eine Frau ist. Eher eine Frau, die sich männlich gibt. Die haben dann alle auf den Brunnen geschaut und ich habe ihnen erklärt, dass es eben der Schützenbrunnen ist. Wusste ich dank Google. Schlussendlich kamen die Frau, die ein bisschen maskulin aussah, und eine sehr weiblich wirkende Frau und ich ins Gespräch, und auf Englisch sagte, ich sage ihr jetzt die maskuline Frau, ja, wir sind in einer Freundschaft. Und ja, da habe ich jetzt noch nicht verstanden, dass sie eine Beziehung haben, habe dann nachgefragt und dachte im Nachhinein, Gott sei Dank, wusste ich es nicht zuerst, es hätte mich sonst gestoppt, über Jesus zu reden und dass sie so geliebt sind. Und erst dann hörte ich, dass sie in einer homosexuellen Beziehung zusammen sind. Ich fragte dann so, weil mein Englisch jetzt auch nicht so super ist, meint ihr damit, ihr teilt das Bett, ihr seid in einer Relationship? Weil ich habe auch viele Freundinnen und teile ja nicht mit ihnen das Bett. Ja, das sind wir. Und dazu musst du Folgendes wissen. Am Donnerstag vor einer Woche interessierte ich mich für ein Event, welcher im Januar stattfindet, und stellte fest, dass da die Regenbogenkirche eine Rolle spielt. Ich dachte, oh mein Gott, nein, an so ein Event gehe ich nicht, weil Gott hat uns im Bild von Mann und Frau geschaffen. Nicht ein drittes Geschlecht, nicht Mann, Mann, Frau, Frau. Und Gott hat mir sofort das Bild von Petrus gegeben, wo er auf dem Hausdach diese Vision hatte. Und Gott ihm sagt, erkläre nicht als unrein, was ich als rein erkläre. Schlachte und iss. Und er dann Cornelius zu ihm kam. Oder er ihn holen ließ. Damit sage ich nicht, dass Gott das für rein erklärt, Homosexualität, aber dass ich, wenn Gott mich an einem Event haben will, dorthin gehen soll und nicht vergessen soll, dass die gleiche Barmherzigkeit, die mir Gott entgegenbringt, also ich meine damit nicht Toleranz, ich finde es gut, was du machst, sondern diese Barmherzigkeit, die ich von Gott empfange, dass ich die auch an andere Menschen lege. Ich habe manchmal den Eindruck,
dass es ganz verschiedene Lager gibt unter den Christen. Solche, die alles gut finden und noch Frauen trauen oder Männer trauen, und solche, die alles sehr streng verurteilen. Es gibt noch sehr viele andere Dinge im Alten Testament, die Gott sagt. Zum Beispiel bei Ehebruch soll die Frau gesteinigt werden oder beschneiden an der Vorhaut und, um nur zwei Sachen zu nennen. Und ich finde, es kommt mir manchmal vor wie das Schabbathalten zur Zeit von Jesus und den Pharisäern auf dieser Erde, weil das war ja eine Sünde, die man sah, wenn jemand sich nicht daran hielt, so auch die Homosexualität. Also du hast mich verstanden. Ich glaube, dass es nicht das Natürliche ist, was Gott ursprünglich geplant hatte. Aber ich glaube, dass wir als Kirche die Antwort sein müssten für diese Menschen, dass wir sie zuerst mal zu Gott hinlieben, zuerst Barmherzigkeit und dann das Wort. Und dass wir unterscheiden zwischen dem Sünder und der Sünde, die sie tun. Ich habe mich schon vor langer Zeit gefragt, was ist jetzt schlimmer, wenn man überhaupt sagen kann, was davon schlimmer ist. Ein befreundetes Pärchen, das homosexuell ist und seit ich sie kenne, also etwa 2011, zusammenlebt und sich treu ist. Oder eine Person, die sich Christ nennt und einen Mann um den anderen hat. Das ist ja beides nicht gut, aber ja, es ist keine Antwort für Menschen, die in diesen Bereich fallen von Homosexualität, wenn wir sagen, es ist Gott ein Gräuel, wenn man bei Mann und Frau bei Frau liebt. Wir sind nicht dazu aufgefordert zu richten. Wir sind aufgefordert, unsere Geschwister im Glauben in Liebe zu ermahnen, wo sie falsch laufen, und vor allem zuerst mal auf uns selber zu blicken. Denn wer meint zu stehen, der sähe zu, dass er nicht falle. Ich finde die ganzen Pride-Umzüge und all das, was diese LGBTQ, ich kann es nicht mal sagen wollen, ist nicht alles wirklich auch gut und würde es auch nicht unterstützen. Aber ich frage mich, was würde Jesus tun? Er würde zu diesen Menschen gehen, wie er zu den Zöllnern und Sündern saß und sie zuerst mal einfach in den Arm nehmen und sie lieben. Und so habe ich den beiden Frauen gesagt, egal, was andere Menschen über euch sagen, Gott liebt euch. Wir können nicht einfach nur einen Vers aus der Bibel nehmen und Menschen damit um die Ohren hauen. Ich hoffe, du hast den Unterschied verstanden. Ich toleriere nicht, weil das würde ja heißen, ich bin dafür. Sondern ich liebe diese Menschen. Das ist meine Aufgabe. In einem Gerichtssaal ist Gott allein der Richter, der Teufel ist der Ankläger. Jesus ist der Verteidiger, der für uns einsteht, und der Heilige Geist. Und wir sind lediglich Zeugen. So habe ich mich dann mit diesen Frauen fotografieren lassen, also nicht mit den beiden, mit einer anderen, die ich nicht mal kannte und mit der ich nicht redete, aber die zu dieser Gruppe gehörte, weil sie mich fragten. Und ja, ich wusste einfach, ich soll hier sitzen, so wie ich heute in Arberg wusste, dass ich das Postauto nehmen soll und nicht den Zug, um dort mit einer Dame zu sitzen, die früher in Bern lebte und jetzt altershalber ihr Haus vermietet hat und in Arberg wohnt. Und ihr Herz irgendwo immer noch in Bern ist. Und das kann ich so verstehen aus meiner Zeit, wo ich in München lebte, dieses Hin und Her, München-Schweiz. Dieses Hin und Her gerissen sein, wo ich nicht mehr wusste, ob ich Deutsche bin oder Schweizerin, und Gott mir sagte, du bist Mensch und wo ich dich hinpflanze, sollst du blühen. Wir wollen keineswegs die Bibel verbiegen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt ist. Also es ist alles für uns eine gute Sache, aber wir können es nicht wortwörtlich leben, weil sonst müssen wir ganz, ganz viele Dinge beachten, die da stehen, wie eben zum Beispiel das Beispiel der Steinigung, des Schabbathalten und vieles, vieles andere. Unser Glaube soll progressiv sein. Er soll sich weiterentwickeln,
Damit meine ich nicht dieser Welt anpassen, sondern weiterentwickeln. Mein Gottesbild hat sich verändert. Zum Beispiel, früher dachte ich, der Gott des Alten und Neuen Testaments, das sind zwei verschiedene. Das kann nicht der gleiche Gott sein. Und so entwickeln wir uns weiter. Und wir wollen Gott vertrauen, dass er, der die Erde schuf, der das Meer teilte, der den Dornbusch brennen und doch nicht verbrennen ließ, der Jesus aus den Toten auferweckte, dass dieser Gott uns auch weiterführt ins Verständnis der Bibel durch den Heiligen Geist, Verständnis von ihm selber. Und übrigens, man kann jeden Bibelvers so verschieden verstehen. Wir müssen einfach auch den Kontext beachten, zu wem er geschrieben wurde, was für ein Setting damals war, ob er für uns gilt oder ob er für damals für das Volk Israel galt. Oder vielleicht ein Schreiben war an einen Gemeindeleiter, wo Paulus niemals dachte, dass dieser Brief je von anderen gelesen wird. All diese Dinge sind matchentscheidend, damit wir auch nicht Bibelverse aus dem Zusammenhang nehmen. Sagen wir Kopftuch, Frauenkleidung, all diese Themen an die Gemeinde in Korinth. Ich denke immer, Gott hat nur in einem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna nichts Negatives geschrieben, sondern gesagt, halte durch, halte aus, halte durch. Und das sollen wir, sollen in dieser Welt einen Unterschied machen, Salz und Licht sein, natürlich nicht alles dulden und akzeptieren und non-binär und drittes Geschlecht und so weiter. Aber mit irgendwelchen Bibelversen Menschen um die Ohren hauen, die vielleicht verletzt sind, die ihre Identität eben noch nicht in Jesus gefunden haben. Oder wie die zwei Frauen, die in einer Relationship sind, die sogar katholischen Hintergrund haben und sich Jesus auf den Arm tätowieren haben lassen. Ja, ich weiß nicht, ob sie eine echte Beziehung haben. Diesen Frauen sagen, ihr seid so wunderschön, Gott liebt euch so sehr. Gott selber trennt die Handlung des Sünders und den Sünder. Also, lasst uns einen Unterschied machen, indem wir, ich habe das vorher nicht ganz richtig gesagt, nicht tolerieren, wir müssen es irgendwo akzeptieren, dass es das gibt, nicht tolerieren, nicht Toleranz zeigen, sondern Barmherzigkeit. Was wird bei dir fotografiert, wenn du an einem Brunnen sitzt? Du, deine Meinung zu gewissen Dingen, dein Dogma, deine Exegese, deine Hermeneutik, wie du das alles angehst, hinterfragst, Bibellehre und so weiter. Oder bist du bereit, progressiv unterwegs zu sein und dich von Gott auch verändern zu lassen, auch Dinge, die du vielleicht jahrelang total überzeugt warst, im Glauben anders zu sehen und einfach zuerst mal diese Barmherzigkeit, auf die du selber angewiesen bist, an andere zu legen, denn Lieblosigkeit ist genauso eine Zielverfehlung. Deshalb lasst uns alle zu Jesus hinlieben. Nicht hintolerieren, sondern hinlieben. Wenn das Erste, was sie hören, ist, du bist nicht gut, wie du bist, wie sollen sie sich dann für Jesus interessieren? Die Liebe muss sie überführen und dann kann man darüber reden. In diesem Sinne, lass dich vom Heiligen Geist führen. Bitte prüfe alles ab, was ich sage. Ich freue mich auch über Kommentare, aber nur konstruktive Kritik, keine destruktive. Ich freue mich über Likes, ich freue mich über neue Abonnenten. Ciao!